mal wieder an die DSL-Empfangsgeräte draußen. Heute rufe ich mal zu einem kleinen Videocontest auf. Und zwar gilt es herauszufinden, wer hat die meisten Ladegeräte an seinem Fahrrad. Jetzt wird er sagen, wie kann das gehen? Ich habe natürlich ein Ladegerät für meinen Akku. Nein, ich kann das Ganze heute mal toppen. Und zwar warte ich mit diesem wunderschönen Stroma ST2S auf und zeige euch mal, wie ihr für dieses Rad zu einem sehr luxuriösen Betrieb bis zu 3 Ladegeräte braucht. Und wie das ausschaut, das seht ihr jetzt hier. Zum einen brauchen wir natürlich ein Ladegerät, um den Strom zu laden. In dem Fall sind es hier über 990 Wattstunden, also haben wir fast 1 Kilowatt an Strom zur Verfügung. Die zweite Schnittstelle neben dem normalen Ladegerät ist der USB-Port der elektrischen Sattelstütze. Die fährt hydraulisch hoch und zwar per ANT+-Funk Fernbedienung am Lenker. Hier habe ich einen USB-Port, mit dem ich natürlich auch die Sattelstütze aufladen muss und kann dann bequem auf- und absteigen oder auch in schwierigen Situationen den Sattel mal runter machen. Und so wie ich aufs Knöpfchen drücke, fährt die Sattelstütze wieder automatisch hoch. Das ist natürlich Luxus pur. Und das dritte Mal brauche ich mein Ladegerät oder mein USB-Kabel, wenn ich meine Schaltung aufladen will. Jawohl, die wird hier per DI2 XTR in der 11-fach-Version nämlich befeuert. Bedeutet, ich habe keine Schaltzüge mehr. Ich habe eine digitale Leitung, ich habe einen Stellmotor unten im Schaltwerk drin und die ist natürlich dann irgendwann auch mal leer. Der Tiptronic-Schalter hier oben am Lenker, der hat dann auch eine entsprechende Öffnung und hier muss ich so rund alle 1000 Kilometer mal nachladen und dann sehen wir, wie USB hier 5 Volt liefert und die Anzeige wieder nach oben wandert. So, der Content heißt, wer hat mindestens 3 Ladeschnittstellen an seinem Fahrrad angebracht, fest angebracht. Bitte nicht 5 Fahrräder zusammenbasteln und dann sagen, ich habe hier 10 Schnittstellen, zählt natürlich immer nur ein Stück. Alle, die teilnehmen, haben die Chance, so eine Metall-Trinkflasche mit festem Verschluss zu gewinnen. Also postet das Video hier direkt in den Text auf YouTube oder auch auf Facebook, völlig egal. Und alle, die was posten, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Das Ganze läuft bis zum 30.08. und dann schauen wir mal, wer noch so seine Gadgets hier am Rad verbaut hat. Viel Glück, viel Spaß, bis demnächst.